Finnland hat die Grenze geschlossen, und zwar für Asylzuwanderer und Migranten, die über die russische Grenze nach Finnland kommen wollten. Ich dachte mir, wie groß ist das Problem? Ich habe Zahlen recherchiert, ich habe sogar ein Video gefunden von den islamischen Demonstrationen in Helsinki. Damit herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Ihr wisst es ja, die Niederländer haben schon den Asylnotstand ausgerufen. Die Finnländer haben jetzt etwas Ähnliches oder Vergleichbares gemacht. Sie haben die Grenze zu Russland einfach geschlossen, auch für alle, die Asylsuchende oder Migranten sind. Und es gab selbstverständlich Postwendenproteste in Helsinki. Wir können uns das hier einfach mal kurz anschauen. So, genug der Geräusche, ich lasse es neben mir zu Ende laufen. Das ist in Helsinki gewesen, und zwar als Reaktion auf die geschlossenen Grenzen gegenüber Russland. Jetzt war die Frage, wie groß ist denn überhaupt das Asylbewerberproblem der Finnen? Und zwar gibt es hier offizielle Zahlen von Statista, die können wir uns jetzt gleich anschauen. Zunächst noch einmal für euch zum Wissen, es sind ungefähr 5,5 Millionen Einwohner in diesem Land, also deutlich kleiner als Deutschland. Und sie haben hier im Schnitt im Monat 200 bis 250 Asylbewerber. Im Juni waren es 210, im Mai 245, im April waren es 205. Es gab hier mal einen Peak-Ausschlag von 1200 Personen im November 2023. Die Anzahl der Personen, sie ist wirklich äußerst gering. Und jetzt ist noch die Gegenfrage, hier wurde demonstriert von Muslimen direkt aus Helsinki. Wie viele Muslime gibt es denn in diesem 5,5 Millionen Einwohnerland? Es sind 15.000 bis 20.000, manche sprechen von 40.000. Also ein verschwindend geringer Anteil an der Gesamtbevölkerung, muss man mal wirklich sagen. Das ist weniger als 1% an der Gesamtbevölkerung. Und dennoch schaffen sie es, sich zu organisieren und in Helsinki hier auf die Straße zu gehen und zu demonstrieren. Und das ist das, was es inzwischen für alle so gefährlich macht. Es ist der schlafende Riese, der irgendwann erwacht. Das sagen sie uns alle immer. Und wenn man das genau durchliest, was sie alles fordern, dann sollte man äußerst großen Respekt davor haben, wenn sich der Islam einfach unkontrolliert in Europa ausbreitet. Vor allem unkontrolliert in dem Sinne, es gibt Gemäßigte. Aber es gibt vor allem auch die vielen Radikalen und Fundamentalisten, und das wird alles durchmischt, und damit diskreditieren einige wenige alle anderen. Das fällt selbst länger hier Lebenden schon die ganze Zeit auf die Füße. Die ganzen, also man braucht das gar nicht aufzählen, wer das ist, aber die vielen, die schon 10, 15, 20 Jahre in diesem Land sind und schon viele Steuern bezahlt haben, sogar mehr Steuern bezahlt haben, wie mancher Bürgergeldempfänger, der Deutscher ist. Die, denen steht das bis hier. Sie werden auf der Straße nicht mehr gegrüßt, sie werden schief angeschaut, einfach nur, weil eine Minderheit hier uns alle terrorisiert. Aber sie müssten selbst aufstehen, nach vorne gehen. Doch ihre Verbände, ihre Organisationen, sie sind völlig ungeeignet dazu. Sie wollen das nicht. Und da kann man nur einmal sagen, die katholische Kirche, sie hat die große Reformation mit Martin Luther damals durchgemacht. Auch die katholische Kirche ist eine völlig andere gewesen nach der Reformation als davor. Und genau so etwas muss im Islam auch stattfinden. Es muss eine Reformation geben in etwas Modernes, der zum Beispiel die Minderheitenrechte, auch die Rechte der Frauen achtet. Es kann nicht sein, dass in einer Sure im Koran drin steht, dass man als letztes Mittel auch seine Frau schlagen darf. Da gibt es inzwischen weibliche TikTokerinnen mit Hijab, die das Ganze sogar noch auslegen wollen nach Rechtsmeinungen und das am Ende noch verargumentieren, warum das da steht, obwohl es sie am Ende selbst betrifft, dass sie geschlagen werden darf. Ich bin wirklich fassungslos zusammengebrochen, wie ich dieses Video gesehen habe. Ich vermute, ich darf euch das hier nicht zeigen. Ich werde das mal ausprobieren, und wenn das klappt, dann mache ich dazu ein extra Video. Aber in letzter Zeit ist die Einschränkung hier auf YouTube doch etwas größer geworden. Deswegen nochmal mein Appell. Abonniere mich bei X, bei Telegram. Da siehst du immer auch die unzensierten Bilder. Ansonsten kannst du den Kanal abonnieren, einen Kommentar da lassen, den Daumen hoch drücken, und wenn du mich noch mehr unterstützen willst, dann kannst du auch Mitglied des Kanals werden. Damit sage ich ciao, bis bald.